Das ist er, der neue PlayStation Portal Remote Player. Cool, das neue Sony Handheld. Welche Games laufen denn so? Naja, also direkt auf dem Gerät erstmal keine. Du brauchst dazu eine PS5 und kannst dann per Remote Play deine installierten Spiele streamen. Aber mit einem super OLED-Screen. Nein, LCD. 120 Hertz? 60. Wi-Fi 6? nein. Aber mit PS5 Cloud Streaming. Nope. Nur direkt auf der PS5 installierte Games. Aber aus jedem öffentlichen WLAN nutzbar. Naja, also solange du keine Browserbestätigung benötigst. Das Gerät verfügt nämlich über keinen Browser. Netflix oder Sony's Picture Core Service? Nein, nur Gaming. Bluetooth? Nope. Und was soll das Ding kosten? 219 Euro? Was der PlayStation Portal Remote Player stattdessen alles kann, das seht ihr jetzt hier im Video. Viel Spaß dabei. Nach dem ersten Start und dem Anmelden im WLAN heißt es erstmal warten. Insgesamt 3 Updates für Systemsoftware, Controller und PS Link wollen installiert werden. Bei mir hat das über 30 Minuten gedauert. Über einen QR-Code oder wahlweise Nutzername und Passwort meldet ihr euch danach im PlayStation Network an. Danach sollte eure PS5 automatisch erkannt werden und mit dem Gerät registriert werden. Dann könnt ihr auch schon loslegen. Schauen wir uns als nächstes die Settings an. Durch einen Swipe von der rechten oberen Ecke könnt ihr diese jederzeit aufrufen. Hier könnt ihr die Verbindung zu eurer PS5 oder eurem PS Link Headset konfigurieren. Außerdem die Bildschirmhelligkeit anpassen oder auch den Flugmodus aktivieren und das Gerät damit quasi unbrauchbar machen. Unter dem Settings-Menü könnt ihr zum einen euer Netzwerk konfigurieren und unter den Systemeinstellungen Updates, Sprachen sowie Datum und Uhrzeit konfigurieren. Außerdem könnt ihr noch die Helligkeiten sowohl des Bildschirms als auch der Controller-Leuchtleisten anpassen, sowie die Intensität von Vibration und adaptiven Triggern konfigurieren. Das war's auch schon mit den Settings. Ist alles korrekt eingerichtet, genügt ein Knopfdruck auf den Home-Button und ihr verbindet euch direkt mit eurer Konsole. In der Regel dauert das zwischen 10 und 30 Sekunden, je nachdem, ob eure PS5 bereits an- oder noch im Standby-Modus ist. Gleich beim Start fällt der große 8 Zoll LCD-Bildschirm ins Auge. Die Farben wirken sehr leuchtkräftig und auch dunkle Bereiche wirken auffallend kontrastreich, auch wenn man natürlich nicht an die Qualität eines OLEDs herankommt. Ein weiteres Highlight sind die vollständigen DualSense-Features, also Vibrationen, adaptive Trigger, das Touchpad in Form von 2 ausgezeichneten Touchbereichen direkt auf dem Display, gyroskopischer Bewegungssensor und sogar ein Mikrofon. Und die Soundausgabe? Naja, hört selbst. Für ein Handheld okay. Die beiden nach oben gerichteten Stereo-Lautsprecher geben sich hörbar Mühe, den fehlenden Resonanzkörper zumindest halbwegs auszugleichen. Aber wie spielt es sich denn nun? Und in dieser Hinsicht muss ich sagen, wow. Ich konnte zumindest bei mir so gut wie keine der typischen Streaming-Artefakte wie Tearing, Blurring oder Pixelation wahrnehmen. Und dank der herausragenden DualSense-Ergonomie erlebt ihr hier quasi natives PS5-Gaming, nur eben auf einem Handheld. Und ja, das Portal sieht echt strange aus. Aber dafür könnt ihr das Gerät stundenlang in der Hand halten, ohne die sonst so typischen Ermüdungserscheinungen. Dafür nehme ich den Look gerne in Kauf.
wie deutlich ist jetzt der Input-Lag? Hierfür habe ich euch mal das Portal in Action aufgenommen, während im Hintergrund gleichzeitig das Original-Videosignal der PS5 auf meinem LG Ultra Gear Monitor abläuft. Wählt man jetzt ein Game wie Wreckfest aus, kann man über die spielinterne Zeitanzeige oben rechts zumindest die Verzögerung zwischen den beiden Monitorausgaben recht eindeutig messen. Ich komme hier auf Werte von ca. 70 bis 80 Millisekunden, was bei einer Framerate von 60 Hertz ca. 4 bis 5 Bilder Verzögerung darstellt. Und ist das jetzt spielbar? Naja, hält man die beiden Bilder, so wie hier, direkt nebeneinander, dann ist der Lag durchaus noch leicht sichtbar. Und klar, für einen kompetitiven Shooter oder ein Racing-Game kann das schon eine große Beeinträchtigung sein. Aber für alle nicht kompetitiven Games liefert das Portal hier eine wirklich gute Performance ab. Natürlich muss hier jeder selbst sein eigenes Fazit ziehen. Unterschiedliche Menschen reagieren unterschiedlich sensitiv auf Input-Lag. Und dazu kommt noch, dass natürlich jedes WLAN-Netzwerk anders aufgebaut ist und mal bessere und mal schlechtere Leistungen auf diesem Gebiet erzielt. Falls ihr das Portal besitzt oder mal angetestet habt, lasst mich doch gerne wissen, wie eure Erfahrung in dieser Hinsicht ist. Ich würde mich riesig über euer Feedback freuen. Einmal angeschlossen, dient das Portal als vollständiger Controller. Das heißt, in Koop-Games könnt ihr das Ganze auch für Couch-Koop nutzen. Wichtig hierbei ist nur, dass ihr zuerst das Portal mit eurem Main-Account verknüpft, das Spiel, in dem Fall Sackboy, startet und dann euren zweiten Controller als Gast oder zusätzlichen Account aktiviert. Und schon steht dem gemeinsamen Gaming auf der Couch nichts mehr im Weg. Kommen wir zur Frage aller Fragen. Kann man mit dem Portal auch unterwegs spielen? Und dazu muss man sagen, naja, bedingt. Zum einen müsst ihr die Port-Weiterleitung auf eurem Router aktivieren. Eine Anleitung dafür findet sich zum Beispiel auf unserem Discord. Link in der Videobeschreibung. Zum anderen benötigt ihr einen guten Handy-Hotspot, vorzugsweise im 5G-Netz. Außerdem benötigt das Stream aber vor allem sehr viel Datenvolumen. Bei voller Auslastung können hier ca. 5 GB pro Stunde verbraucht werden. Ohne unbegrenztes Datenvolumen kommt ihr also mehr oder weniger schnell an eure Kapazitätsgrenzen. Stellen Konfiguration und Traffic jedoch keine Hindernisse dar, liefert das Portal durchaus akzeptable Performance ab. In meinem Test hier habe ich mit meinem Pixel-Handy einen Hotspot erstellt und mich dann mit dem Portal mit diesem verbunden. Nach einer doch etwas längeren Wartezeit von ca. einer Minute stand meine Verbindung schließlich und ich konnte losspielen. Und zwar remote über das 5G Mobile Network. Was mir im mobilen Netzwerk verstärkt auffiel, war die im Vergleich zur WLAN-Verbindung nun doch spürbare Latenz sowie ab und zu leichte Bildruckler. Diese kann man gut überprüfen, indem man die Kamera gleichmäßig rotieren lässt, wodurch Unregelmäßigkeiten und Mikroruckler oft deutlich sichtbar werden. Trotz alledem war das Spielen durchgehend ohne Probleme möglich. Ich hatte weder mit Netzwerkproblemen, Verbindungsabbrüchen oder anderen Problemen zu kämpfen. Mein Fazit lautet hier: Mit dem richtigen Setup könnt ihr durchaus von überall spielen. Im 1:1 Vergleich zwischen Hotspot und WLAN sieht man natürlich deutlich die Performance-Einschränkungen, die das mobile Spielen mit sich bringt. Bevor ich zu meinem abschließenden Fazit komme, habe ich euch noch ein wenig Gameplay mitgebracht.
so dass ihr euch selber ein Bild machen könnt von der Streaming-Qualität und Performance des Portals. Es folgen kurze Ausschnitte aus den Spielen Final Fantasy XVI, The Callisto Protocol, Wreckfest, Horizon Zero Dawn sowie Sackboy. Viel Spaß damit! Nicht, was hier vorgeht. Mein Schiff ist abgestürzt. Ich bin hier gelandet und als ich aufgewacht bin, war es so. Weißt du, du bist Pilot, oder? Ich bin schon mein halbes Leben hier drin. Ich kenne mich aus, ich habe einen Fluchtplan. Wenn du mir hier raushilfst, helfe ich dir, okay? Benutz das, um in den Kontrollraum auf der anderen Seite der Brücke zu kommen. Dort kannst du meine Zelle öffnen. Ich bin Luis Elias. Jacob. Nicht den Kopf verlieren, Jacob. Könnte dein Leben retten. Und lass mich nicht hängen.
Zeit. Das ist es also, das laut Internet sinnloseste Handheld überhaupt. Und was soll ich sagen? Ich liebe es. Ja, es erfindet das Rad nicht neu, sondern konzentriert sich stattdessen auf eine ganz bestimmte Nische. Remote Gaming bei voller PS5-Ergonomie. Aber das macht es meiner Ansicht nach richtig gut. Der LCD-Bildschirm stellt Farben und Kontraste auf besser dar als mein bisheriger Gaming-Monitor. Und durch die großen 8 Zoll kann man problemlos Menüs, Texte und Einstellungen in den für große Bildschirme gemachten Games nutzen. Auch die Streaming-Performance ist, zumindest aus meinem Netzwerk, nahezu tadellos. Und durch die DualSense-Ergonomie kann ich das Ganze stundenlang nutzen. Aber natürlich gibt es auch Negativpunkte. Allen voran das bisher nicht unterstützte Cloud Gaming oder auch der fehlende Bluetooth Support. Auch die Abwesenheit eines internen Browsers ist natürlich ein riesen Fauxpas, da man sich dadurch in so gut wie kein öffentliches WLAN einloggen kann. Ob einem am Ende dieses spezifische Nutzungsprofil ausreicht, um den Preis von 219 Euro zu rechtfertigen, muss wie so oft jeder für sich individuell entscheiden. Danke fürs Zuschauen und denkt daran, the cloud will be with you always.